Ja, hallöchen Leute und herzlich willkommen mal wieder zu Worms. Ich habe mich dazu entschlossen, nachdem ich beim letzten Mal 44 Minuten lang vollkommen Scheiße gebaut habe. Jetzt versuche ich gerade wieder diese Mission zu machen, diesen Misthaufen oder was weiß ich, diese Ekelhaufen war es, glaube ich. Ich habe schon wieder verdrängt. Und es sieht gut aus. Es sind noch zwei Würmer, also ich bin da und ein gegnerischer Wurm ist da. Der gegnerische Wurm kriegt immer Leben dazu. Ist ein Scientist. Kann sich aber nicht bewegen und hat bis jetzt nicht geschossen. Wenn er das so weitermacht, dann kann ich ihn töten, weil ich habe gerade eine perfekte Granate geworfen gehabt und wenn ich das jetzt so beibehalte, dann geht das ja eigentlich. Nur, es ist nicht sicher. Das ist das Problem. Wenn er nämlich jetzt anfängt anzugreifen und meine Position verändert, dann muss ich es wieder ausprobieren. Ihr seht da jetzt Steiner. Und es sieht nämlich danach aus, dass er jetzt mal angreift. Allerdings kann er damit absolut nichts anrichten. Das ist das Gute. Und es sieht echt kritisch aus. Sagen wir es mal so, es sieht echt kritisch aus, weil der hat bis jetzt, der hatte eben gerade 167 Leben. Oh, einen Moment kurz bitte. Okay, da muss ich gerade husten. In Ordnung. Ich hatte eben gerade einfach wirklich volle Pulle durch. Und es funktioniert. Es funktioniert. Und wenn ich da jetzt so weitermache und der mich wirklich nicht trifft, dann haben wir die Mission geschafft. Ich habe nichts anderes gemacht als vorher auch. Also ich kann wirklich versichern, ihr habt absolut nichts verpasst. Es war genauso das gleiche wie vorher auch. Es war genauso leicht wie vorher auch. Und der macht sich sogar noch selbst Schaden. Also, ich glaube, die Sache ist gelaufen für die Gegner. Ich glaube es. Ich hoffe es natürlich auch. So, denn ich treffe da halt immer wieder rein. Jetzt zum Beispiel 39. Jetzt brauche ich nur noch einen guten Treffer. Und dann war's das. Drückt die Daumen. Ganz ehrlich, drückt einfach die Daumen, dass es funktioniert. Weil dann können wir auch endlich weitergehen. Ich wäre heute zwar eh weitergegangen, aber es ist natürlich besser, beziehungsweise es macht noch mehr Spaß, wenn man natürlich weiter durchkommt. Wenn man halt alles schafft. Und darauf bin ich ja auch aus. 47, okay. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt gleich noch einen Zug. So viel ist klar. So, 39. Das heißt, ich brauche jetzt noch einen Zug. Theoretisch. Ich lasse das gerade wirklich einfach offen stehen. Das heißt, ich sage nicht, wir haben es. Weil ich weiß, dass Worms... Wer schafft? Dass Worms es schafft, dass es immer wieder anders endet. Okay. Das dürften wir haben. Jetzt ist ja genau das gleiche wie vorher. Einfach Granate rein. Volle Kapulle. Ja. Und wir haben es. Alter, endlich. Alter! Das lernt ihr kennen, wenn ich dann... die gewisse Minecraft-Folge hochgeladen habe. For many years to come, Worms will gather around campfires and say of that deathmatch, it was alright. Victory! 19 Minuten. Okay, wir haben auch schon mal 44 Minuten daran gesessen. Also von daher... Nein, aber wir haben es jetzt endlich geschafft. Das finde ich auch richtig gut so. Weil ich finde halt... Wenn ich zu blöd bin... Ich sag's jetzt einfach mal so. Wenn ich zu blöd bin, dass die Kamera nicht scharf geht. Wenn ich zu blöd bin, dass ich es nicht auf die Reihe kriege. Dann will ich natürlich auch nicht 1000 Folgen daran hängen. Das reicht ja, wenn ich jetzt die paar Folgen immer da dran hänge. Und deswegen will ich dann versuchen, dass ich wenigstens halt die letzten Kills, beziehungsweise den letzten Kill, nochmal aufnehme. Und dann nochmal als extra Video hochlade. Plus natürlich einen zusätzlichen normalen Part. Das heißt, wir können jetzt weitergehen zur nächsten Mission. Endlich. Und ich denke mal, es ist auch in Ordnung so, dass ich halt nicht will, dass zu lange daran gehangen wird. Und dass halt die meiste Sache offscreen ist. Und ich kann euch halt versichern, ich kann halt beschreiben, was ich gemacht habe, immer so weiter und so fort. Aber hier kann ich halt nichts anderes beschreiben als, guckt euch die Folgen davor an. Ich habe genau das gleiche Prinzip genutzt und hatte jetzt einfach Glück. So sieht's nämlich aus. Auf jeden Fall freue ich mich da übelst drüber. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.